Das ist ja bei einem großen Brand zerstört worden. Damals in der Zeit zwischen 60 und 80 nach Christus. Oh. Nö, das macht ja keinen Spaß von hier oben. Ach, ist hier oben die nächste Tür. Tja. 79 nach Christus war es dann fast vollendet. Und das müsst ihr euch überlegen, wir sind ja hier auch gerade auf den Tribünen. Hier fanden 50.000 Menschen drin Platz. Das muss man sich mal vorstellen. Wie viele Menschen das sind auf einen Haufen. Ja. Tja. Nach der Fertigstellung, 80 nach Christus, begannen dann hier die 100-tägigen Spiele. Da eröffnete man ein Riesenspektakel, da wollte jeder dabei sein, natürlich. Aber ich schaue erstmal hier hoch. Ja. Und stelle fest, hier ist nichts, außer eine verschlossene Tür. Wieso habe ich denn schon wieder ein halbes Leben verloren? Naja, besser als ein ganzes, ne? Ja. So, jetzt bin ich hier einmal im Uhrzeigersinn rumgelaufen. Hier geht es jetzt wohl nicht weiter. Ja, jetzt könnte ich eigentlich nochmal auf der anderen Seite rumgehen. Und da mal gucken. Machst du das? Oder gehe ich einfach mal hier runter? Aber die sind ja jetzt auch alle hier drüben bei mir, ne? Die sind ja hier total aufgescheucht. Also das habt ihr ja jetzt hier gesehen, die Seite, da geht es dann nicht weiter. Da kommt man dann irgendwie so an die Ecke. Tja, ja, wie geht's denn jetzt hier lang? Ich schaue mich jetzt mal auf der anderen Seite um. Währenddessen erzähle ich noch ein bisschen was. Hier ist dann ganzer Berghang runtergestürzt in das Theater. Ja, das Amphitheater wurde ja übrigens auch viele zumindest an ja, so Bergen angebaut. Dass das nicht so sicher ist, das sehen wir jetzt hier. Ne? Aber so, ach, da ist ja, ja da liegt Schrot. Und hier geht es eben auch nochmal rein. Das heißt, hier haben wir auch nochmal. Wahrscheinlich ist da auch wieder nur eine verschlossene Tür. Oh, nee. Als allererstes wieder Mäuse. Ja, natürlich, ja, wieder Sonne. Ich will sie gar nicht sehen. Nicht wie weg hier. Ab zur Munition. Na toll, da kommst du gar nicht hin. Das kannst du vergessen. Nee, das wird nicht. Tja, da müssen wir wo runter. Und ich erledige natürlich alle im Nahkampf, ist doch ganz klar. Ja, du kommst auch. Ja. Das sind schon mal drei hier weg. Ich muss mal eben hier aufräumen. Das Geturne hier von den Viechern geht mir gerade ein bisschen auf den Docht. Ach, das war's schon. Ich hätte noch 10 Kugeln zu verschenken gehabt. Mensch. Tja. Und hier sehen wir jetzt quasi so die Haupttribüne, ja. Die VIP-Lounge. Tja. Da fällt ein in erster Linie Cäsar ein, wie er da oben steht und grölt. Von dort aus wurden dann die Spiele eröffnet. Ja, was haben wir jetzt hier? Oh, da kannst du rein. Okay, ja, da geht es dann runter in die Katakomben.
vom Kolosseum. Ne? Das sind dann hier so die Aufgänge, wo die Tiere ihre Möglichkeit hatten, in die Arena gelassen zu werden. Also die Tiere hatten nicht die Möglichkeit, die wurden ja regelrecht da unten scharf gemacht, ja. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, was da in den unteren Etagen so alles abging. Die wurden so richtig wütend gemacht. Ja, das waren dann die Aufgänge. Da unten haben sie dann auf ihren Einsatz gewartet, sind dann hier oben auf die Gladiatoren getroffen. Oder eben im Kampf Tier gegen Tier aufs Feld geschickt worden. Ne? Wobei das Ganze ja mit Gladiatorenkämpfen angefangen hat. Es wurde dann zusehends und immer mehr von den Tierkämpfen abgelöst. Aber auch da kann man sagen, da gab es dann auch ein Umdenken, nachdem man da ja, man kann es ja mal zusammenfassen, tja, 300.000 bis 500.000 Menschen und Millionen von Tieren hier hingerichtet haben, im Laufe der Jahrhunderte, wo diese Apparatur hier am Laufen war. Ne? Als man dann aber Elefanten überschifft hat, überhaupt muss man sich das mal vorstellen, die haben ja die Tiere weltweit nach Rom eingeschifft, damit sie immer genug Material haben. Denn das Volk war ja gierig. Ach, was haben wir denn jetzt hier? Ach, das ist ein Gitter. Na, da gehen wir doch mal dahin. Ach, ein Löwe haben wir auch noch. Das waren drei Schuss. Der erste hat nicht gesessen, Mensch. Oh. Na gut, wo hat der jetzt hier gehockt, Mensch? Hier kam der her. Jetzt haben wir hier ein Gitter, aber das ist zu. Oh, das sieht aber auch interessant aus da unten. Ja, aber da kommen wir nicht lang. So, jetzt müssten wir ja hier unten aufgeräumt haben. Hat sich ja allerlei rumgetrieben. Alle haben sie versucht, uns zu kriegen. Aber man sieht auch schon, dass da was durchschimmert. Das heißt, hier sollte wohl das Zentrum unserer Aufmerksamkeit hingelenkt werden. Ich denke auch mal, dass wir da irgendwie hin müssen. Natürlich, das wird sein. Aber das sieht so aus, als könnten wir jetzt nur hier unten durch. Weil oben die ganzen Türen hier auf den Tribunen, ja. Tribut gibt es kein, aber Tribüne gibt's. Die Türen sind da oben nämlich alle zu, das Gitter da hinten auch. Was ist hier mit der Grube? Ach, da geht's auch rein. Was ist hier? Eine verschlossene Tür. Das war so klar. Ja, dann müssen wir hier rein. Tja, aber bevor ich da jetzt runterstürze, muss ich ja noch eins anmerken, ne? Das sind ja nicht nur die von den meisten bekannten Gladiatorenkämpfen und Tierschlachtereien hier veranstaltet worden, sondern es wurden ja ganze Seeschlachten in solchen Arenen nachgebildet, ne? Im Kolosseum hat man dann später so im Umkreis des Gebäudes wie so Wassergraben entdeckt. Die hat man dazu genutzt, um tatsächlich die Arena zu fluten. Und dann hat man hier wirklich Schiffe fahren lassen und Seeschlachten nachgebildet. Und da ist es auch mal gern vorgekommen, dass an einem Tag ja 5.000 Tiere hingeschlachtet wurden. Und irgendwo musste das Zeug natürlich dann auch hin, ne? Das kann man sich nicht vorstellen. Der ganze Boden war in Blut getränkt. Und es ist in der Tat so gewesen. Ich meine, man hatte ja dann auch einen Haufen Fleisch über, ne? Das ist dann wirklich auch so gewesen, dass das Volk dann das Fleisch von den Tieren geschenkt bekommen hat, ne?
Fleisch, das waren Luxusgüter. Schon allein dafür hat es sich gelohnt, hier reinzukommen. Ne? So, ich gehe mal hier runter, ich höre mal auf zu reden. Hier sehen wir schon mal. Eine Katze sehen wir. Da ist zu früh abgedrückt. Das waren jetzt 3 Schuss. Muss ich näher kommen lassen. Ach, jetzt sind wir schon wieder 2 Hebel. Oh, na gut, bei so vielen verschlossenen Türen. Na gut. Drücken wir mal den hier. Ach. Ja, da haben wir nur noch 1 Schuss. Da müssen wir leider schon wechseln. Die Munition ist so gut wie aufgebraucht. Ja, wer hat denn bitte schön hier den Käfig offen gelassen? Also das ist ja auch eine Nachlässigkeit sondersgleichen. Ja. Aber hier in den Käfigen ist sonst nichts drin, ne? In den 4 Stück. Der ist mal wenigstens zu. Und da ist auch nichts. Ja, dann drücke ich mal hier den Hebel. Ach ja, na, da öffnet sich jetzt schon mal eine Tür. Was macht der hier drüben? Ach ja, der öffnet jetzt die Tür. Puh, jetzt können wir da rausgehen, oder was? Na gut, was war... Ach ja, oh! Was ist denn jetzt los? Wo kommt denn die jetzt her? Das waren doch 2, oder? Nee, das ist nur eine. Rennt da oben jetzt eine Katze rum? Ja, dann müssen wir jetzt hier durch. Ach, das ist denn das Gitter, was ich jetzt gerade von der Grube gesehen habe. Natürlich, jetzt kommen wir hier die Grube raus und da oben rennt eine Katze rum. Na dann. Ja, wo? Oh Gott, das sind 3! Hui, ja, das ist ja hier eine Metzgerei hier. Aber die haben wir doch gerade solide weggehauen. Ich meine, die liegen ja fast alle auf einem Haufen, ne? Ja, und schon wieder haben sich meine Matratzen im Haus bezahlt gemacht. Könnte man nicht erzählen, dass die Schule aus dem Dorf da nur annähernd die Effizienz in diesen Sportgeräten gesehen hat, ne? Ach ja, jetzt ist ja hier hinten das Ding aufgegangen. Da müssen wir jetzt hier weiter. Oder was? Ja, natürlich. Hier war noch die eine Katze. Na gut. Ja, dann rein hier. Ach so. So, was ist jetzt hier los? Das ist schon wieder ein Gitter. Und da auch. Was haben wir hier hinter den Gittern? Also hier sind schon mal keine Gegner. Noch ein Gitter. Ein Gitter hinterm Gitter. Das ist, also, das muss ja jetzt nicht sein. Ach, hier. Die 20-Sekunden-Platte. Die kennen wir ja noch aus Francis Foley. Ne? Natürlich. Oder Raccoon City. Ach, und was ist jetzt hier? Ach, die ist ja noch die Tür. Ich renne hier vor. Ich habe die jetzt gar nicht richtig gesehen, ey. Noch eine Tür. Wieso ist da eine Tür? Und was ist jetzt hier? Ein Hebel. Ja, das wird auch mal wieder Zeit, dass wir irgendwo einen Hebel finden. Da haben wir nochmal Raccoon City Platte. Ja, das sind dann wieder Drittplatten, ganz klar. Ja, und was jetzt? Ach, hier drüben war ja auch noch was.